So, da sind wir wieder. Und ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Wir gehen auch sofort in den Shop rein. Nur kurze Info für euch. Am Freitag findet eine Verlosung statt, nämlich um 18 Uhr, wo ich dann definitiv irgendwas aus dem Shop verlosen werde. Beziehungsweise ich verlose es nicht. Ich lasse euch die freie Wahl. Ihr könnt euch alles im Shop aussuchen, was ihr wollt. Einen Gegenstand. So, das Einzige, was ihr dafür natürlich machen müsst, ist, schickt mir bitte eine Freundesanfrage an YouTube. Also YT-Family Hack. Einfach eine Freundesanfrage schicken, ganz einfach, zeige ich euch nämlich gleich auch warum. Wegen dem, dass ich euch dann die Geschenke schicken kann, weil ansonsten funktioniert das nämlich nicht. Oder wir müssen halt 2 Tage warten und dann kriegt ihr das Geschenk halt erst später. Also wie gesagt, Freitag 18 Uhr findet dann die Verlosung statt. Wir gehen auch direkt rein in den Shop. Und was haben wir Neues? Eine Spitzhacke. Eine Spitzhacke ist das einzige. Ah ja. Kein passender Skin dazu. Nix. Ah ja. So, als allererstes, ich war gerade eben schon mal kurz im Shop. Der Bushranger hat gewonnen. Der mir eigentlich am wenigsten gefallen hat von den Skins. Es hat, glaube ich, auch keiner in die Kommentare reingeschrieben, dass er den ersten gewählt hat. Also von uns kann es, glaube ich, keiner gewesen sein. Aber ich sage ja, der Skin, wir dürfen nicht vergessen, wir haben jüngere Zuschauer, Mitspieler. Für die ist der natürlich nice. Deshalb. Dann haben wir hier das passende Rückenaccessoire. So, und ihr seht ja, mit diesem Kauf unterstützt du YT-Family Hack. Also wie gesagt, wenn du mich unterstützen willst, gern meinen Creator-Code eintragen, YT-Family Hack. Immer wieder mal dann bestätigen, damit der nämlich nicht weggeht, weil nach 2 Wochen geht er weg und wir haben es überall schon erlebt. Ja, ich unterstütze dich. Hast du meinen Creator-Code drinstehen? Ja, schon immer. Guck mal gerade nach, ob der noch da steht. Oh, stimmt, der ist gar nicht mehr drin. Also wie gesagt, die ersten haben auch schon über meinen Creator-Code gekauft. In dem Sinne erstmal Gruß an die Leute raus. So, dann gucken wir uns hier mal die Honighacke an. Was haben wir denn hier? Aber warum Honig? Ach. Echt die Honighacke wegen dem Bienenstock? Dass das so quasi das passende Erntewerkzeug ist von ihm? Warte mal, Teil des Waldgewalds. Ah, genau, deshalb die Hacke. Ich habe mich schon gewundert, weil wann haben wir mal vorne eine Spitzhacke ganz alleine? Deshalb ist die drin. Wegen dem Skin. So, dann gucken wir direkt mal weiter, was wir hier alles haben. Fangen wir vorne an. Nachtglanz ist wieder drin. Die fällt ja immer übelst auffällig auf. Das ist ja mal ein Farbton. Puh, hier geht's noch, aber das, wenn die im Wald rumläuft, ey, da fällt es aber richtig auf. Heieieiei. So, jetzt zeige ich euch gerade mal anhand von dem Skin, warum ihr mir bitte eine Freundschaftsanfrage schickt. Wie ihr seht, ein paar Leute sind drin, aber ihr seht dazwischen auch immer wieder, wie hier, Prime zum Beispiel, den könnte ich erst in 2 Tagen was schenken. Ich kann hier nichts anklicken. Dem Aachener könnte ich jetzt den Skin schenken, aber dem Prime eben nicht. Deshalb schickt mir schnellstmöglich immer eine Freundschaftsanfrage. Wenn ihr gewinnen solltet, setze ich mich natürlich mit euch auseinander. Und dann müssen wir halt die 2 Tage warten. Aber ich denke mal, das kriegen wir schon hin. So. Dann des Weiteren haben wir die männliche Variante. Ich meine, hier die Version ist immer nice, finde ich. Aber hier die ist einfach zu hell. Ich denke dann immer, wenn du durch den Wald gehst, das ist so hell. Das passende Rückenaccessoire. Das ist eigentlich ganz nice. Also das ist echt nicht schlecht. Ach, da ist noch ein Männchen drin. Ah ja. Ghostbusters. So, dann gucken wir mal weiter. Dann haben wir Spaltlicht. Okay. Auch nicht schlecht. Dann der Flederkleider. Der ist wieder nice irgendwie. Irgendwie hat er was. Ja, ist nicht schlecht.
Ist auch nicht zu groß, hat keine große, also es war eine große Spannweite, aber ich glaube, die stört uns nicht, wenn wir am Gleiten sind. Und dann haben wir die strahlende Axt, wo ich irgendwie das Gefühl habe, da fehlt einfach ein Stück. Ich weiß nicht, die ist vorne wie zu kurz. Einfach zu kurz. So, das war das. Oh, dann der bissige Taucher ist wieder da. Ist natürlich jetzt passend mit dem Schwimmen. Sieht schon nice aus, wenn der am Taucher am Schwimmen ist. Aber ihr wisst ja, ich mag ja diese Skins nicht so, wo der Kopf rausguckt, wo das normale Gesicht rausguckt. Wäre das zu und ein normales Maul, der Kopf bisschen tiefer, so dass man die Augen richtig sieht, wäre es ein nicer Skin. Aber so, ich mag diese Skins nicht. Komm, ich denke ich mal Karnevalskin. So, dazu kleiner Mampfer. Der kriegt doch immer was auf die Nase, ey. Und dann haben wir den Kleiter dazu. Oh Gott, den haben viele gespielt damals, das weiß ich noch. So, was haben wir noch? Ein Cloaked Shadow. Der sieht auch. Aber die Flügel sind natürlich nice. Also allein die Flügel. Aber wir haben jetzt schon mehrere Flügel in Paketen gehabt. Gerade hier mit diesem Schweif. Also an sich ist der Skin schon nice. Hat was, sagen wir mal so. Dann haben wir Sichelschläger. Aha, Baseballschläger mit Sichel drauf. Der Ton hört sich aber gut an. Der Ton ist nice. Ist wie von der Sense. Dann haben wir die Abtrünnige drin. Das wäre halt wieder. Das hier sind dann halt so Skins, die ich zur Zeit verlose, sag ich mal, im Livestream oder so. Wenn irgendwas Großes gerade passiert oder wir gerade irgendwas erreicht haben, deshalb öfters mal im Stream dabei sein. Gestern hat auch schon wieder einer was gewonnen. Ihr seht ja, V-Bucks sind wieder ein bisschen weniger geworden, weil wir einfach den Epic-Code bekommen haben und da waren halt immer noch 14, 15 Leute dabei. Erstmal belohnt dafür, dass sie mir eine Stunde zugeguckt haben, wie ich meine Steuernummer gesucht habe. Dann haben wir hier noch drin die Kaktuspose. Läuft. Okay. Er bleibt konstant so stehen. Krass. Dann haben wir Chris Cross. Nee, ist es nicht. Das ist schon schlecht. Und dann haben wir die Schlürf. Warte, haben wir die nicht sowieso? Ah ne, wir haben die in voll. Warte mal, die habe ich doch selber im Spind. Ne, ich will Lackierung, Lackierung. Wo ist sie? Sorry. Doch hier, ach, die Clipper, nicht Schlürf. Aber da bin ich gerade echt schon überlegen, welche hier besser aussieht. Ja gut, die ist halt animiert, aber ich habe ja gesagt, diese animierten feiere ich nicht so. Ja, sieht halt ein bisschen anders aus, klar, weil sie animiert ist. Die andere ist feststehend. So, dann sind wir eigentlich schon wieder soweit fertig. Wie gesagt, wenn du mich unterstützen willst, trag gerne meinen Creator-Code ein. Würde mich natürlich sehr freuen. Ihr wisst ja, desto mehr ich quasi von euch bekomme, desto mehr kann ich auch zurückbekommen. Ist ein ganz einfaches Spiel. Wie gesagt, auch nicht vergessen, die Freundesanfrage zu schicken. Kostet euch nichts. Wie gesagt, heute kommen auch die neuen Aufgaben. Da werde ich natürlich dann keinen Livestream machen, sondern werde für euch die Aufgaben machen. Also in dem Sinne würde ich sagen, immer schön meinen Namen eintragen, auf Annehmen drücken und Abfahrt. Da würde ich sagen, haut rein, gebt nicht zu viel Geld aus und wenn, tragt meinen Creator-Code ein. In dem Sinne, haut rein.